Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Inner World. Neuer Tag, neue Aufnahme, neue Rätsel. Und ich habe ja zum Ende der letzten Folge schon gesagt, ich habe da eine kleine Idee. Und zwar braucht sie ja noch was zu malen. Papier haben wir ihr besorgt. Wir haben herausgefunden, dass wir mit der Stricknadel ihr den Gefallen tun können, dass sie malen kann damit. Also die Stricknadel als Pinsel zu benutzen. Und sie braucht drei Farben. So. Und jetzt haben wir schon meiner Meinung nach eine Farbe in der Tasche. Und zwar Currypulver. Und Currypulver ist gelb. Und sie brauchte noch rot und sie brauchte noch blau. So, jetzt haben wir Tomatensuppe. Meiner Meinung nach ist das eine ganz gute rote Farbe. Wir haben Currypulver. Meiner Meinung nach ist das eine ganz gute gelbe Farbe. Und wir hatten dann noch diesen Blaubeerkuchen oder wie das hieß. Oder Pudding. Und den werden wir uns mal holen. Und zwar haben wir das bei ihm bestellt. Hey, du, hör mal. Mal gucken, ob das nur eine Idee ist oder ob ich auf ein falsches Pferd gesetzt habe quasi. So, ich möchte essen. Ich würde gerne noch etwas bestellen. So. Und zwar bestellen wir jetzt diesen Pudding. Da genau, das Blaue. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben gerade kein Fleisch. Nee. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine Ratte gefangen hat. Ich musste ja fragen. Hä? Na gut, hier ist eine Ratte. Wie soll ich denn die Ratte fangen? Och Mann, jetzt habe ich eine Idee gehabt mit den Farben und jetzt macht er uns schon wieder einen Streich oder was? Also hier gelbe Farbe, rote Farbe, blaue Farbe. Grün brauchen wir nicht. Und was ist Obstsalat? Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat. So, jetzt haben wir Obstsalat. Was soll ich denn mit dem Obstsalat machen? Ach nee, hier. Obstsalat. Was ist denn das für ein Salat? Köstlich. Was ist das, ein Pfirsich oder eine Nektarine oder was soll es sein? Das ist also Obstsalat. Ein Pfirsich ist es. Was soll ich jetzt damit machen? Danke, ich habe gerade keinen Hunger. Ich glaube, das ist das Einzige, was man hier essen kann in diesem Loch. Kann ich das essen? Nö. Keine gute Idee. Toll, jetzt habe ich einen Obstsalat für sich. Kann ich dem die Wache an den Kopf werfen? Das gehört mir. Ich will mich über das Essen beschweren. Entschuldigung, ich kümmere mich sofort. Wirklich? Nein. Hier sind Pfirsichkerne auf dem Boden. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Das ist zu weit weg. Isst die Ratte den Pfirsich? Oder haben die Wachen den Pfirsich gegessen und das Vieh ist die Pfirsichkerne. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Kann ich den irgendwie klein machen? Wozu auch immer Vitamine gut sein sollen. Zum Kombinieren taugen sie nichts. Okay. Scheiß auf die Vitamine. Wenn wir den Pfirsich ins Klo reinwerfen, geht das? Das geht. Und jetzt spülen, dann müsste das ja durch das Loch, durch das Rohr auf den Boden gehen, der Pfirsich. Und dann holt sich vielleicht die Ratte den Pfirsich und dann kommt der Koch und tötet die Ratte. Oder so. Ach, das ist aus dem Rohr geflogen und der Typ hat es wieder reingekickt? Wo kommst du denn her? Pfirsichkicker. Es wird nicht einfacher in dem Spiel.
Wir hatten auch noch die Erbsen gehabt. Wir holen uns jetzt auch noch mal die Erbsen. Suppe oder was das da war? Hey, du, hör mal. Ah, ne, Erbsen an Eis war das. Gib mir mal das letzte Essen noch. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Erbsen machen sollen, aber was wir haben, haben wir erstmal. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Kann er mir noch irgendwas sagen hier? Du, hör mal. Ich höre. Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Die will ihn nur ärgern. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Okay, wir schauen uns mal an, was die Erbsen da... Was das mit den Erbsen... Die Erbsen in einem Eisblock drinne. Das ist so genial. Köstlich. Okay, wir nehmen es mal. So, toll. Und nun? Ich habe keinen Hunger. Grün ist keine kreative Farbe. Okay. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau ist eine warme Farbe. Findest du nicht, Laura? Keine Ahnung. Blau kriegen wir noch nicht. Oh, okay. Lass mich überlegen. Wir haben den Pfirsich rausgescheuert hier. Wir haben hier Wasser. Hier war der Pfirsich, der lag im Wasser und die Wache hat den Pfirsich zurückgeschossen. Das heißt, damit der Pfirsich hier liegen bleibt, muss die Wache weg sein. Wir haben jetzt Erbsen im Eis. Das ist so ein Eisblock. Wenn wir das in die Toilette werfen und das schießt hier raus, vielleicht kriegt der eine auf den Kopf. Vielleicht schießt ihm das Eis an die Stirn, der fällt tot um oder sowas. Oder der fällt einfach nur auf die Klappe. Jetzt probieren wir mal. Lieber nicht. Nachher kriege ich sie dann nicht mehr raus. Das geht auch nicht? Kann ich die klein machen? Das könnte praktisch sein. Haben wir sie vom Eis befreit? Können wir sie jetzt da reinwerfen? Ja, spülen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Schlüssel kommen. Okay. Er hat sich hingeschmissen. Gut, jetzt machen wir das nochmal mit dem Pfirsich, weil dann bleibt der Pfirsich irgendwo hier liegen. Irgendwo bleibt dann der Pfirsich da liegen, dann kommt vielleicht die Ratte daran. Was auch immer dann die Ratte mit dem Pfirsich macht. So. Okay. Müssen wir gucken. So, der Pfirsich liegt jetzt da. So, und die Ratte können wir ja bewegen. Ich hätte gern die Ratte wahrscheinlich an diesem Loch. War das... Das war dieses Rohr, oder? Ich glaube, das war dieses Rohr. Ich glaube, das war dieses Rohr. Die
Die Ratte hat nur doof geguckt, okay. Was dieses Rohr? Ist die Ratte weg oder was? Die Ratte ist jetzt in die Küche gelaufen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wo ist unsere Ratte jetzt? Das ist zu weit weg. Ich weiß nicht. Wie soll ich denn jetzt an den Schlüssel da kommen? Da komme ich nicht ran. Aber gut, die Ratte ist jetzt in der Küche. Hey. Du, hör mal. Dann müssten wir doch jetzt... Ich höre. Können wir jetzt den Pudding hier bestellen? Ich würde gern noch etwas bestellen. Irgendwie ist das alles merkwürdig. Fleischsuppe mit Blaubeer. Ich nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Das ist auf jeden Fall schon mal angekommen. Das hat geklappt mit der Ratte. Okay. So. Jetzt gucken wir mal unseren Pudding an. Ah, da ist die Ratte. Igitt, wie widerlich. Okay, die hat noch gelebt, die Ratte. Aha. Boah, sieht das eklig aus. Das sieht so eklig aus. Köstlich. Ja, köstlich. Die Suppe fasse ich nicht an. Aber der Blaubeerpudding sieht okay aus. So, jetzt haben wir die Sachen schon mal. Kann ich ihr das geben? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Blöd nur, dass... Ach ja, stimmt ja, ihre Hände sind ja noch gefesselt. Stimmt ja. Aber da draußen liegt ja jetzt der Schlüssel. Wir müssen irgendwie an den Schlüssel ran. Aber wir haben hier ran geklopft und hier ran geklopft und die Ratte ist abgehauen. Jetzt klopfen wir mal hier ran. So, jetzt ist die Ratte da unten. Jetzt klopfen wir hier. Ah, warte mal. Wir haben hier ran geklopft. Und dieses Rohr geht irgendwie hier raus und sie ist abgehauen. Und wenn wir jetzt hier ran klopfen, dieses Rohr geht hier lang und geht hier lang. Rohr, ich weiß es nicht. Wir klopfen einfach mal an dieses Rohr. Ich dachte, dass man vielleicht an einem bestimmten Rohr klopfen muss, damit... Ah, nee. Das Rohr geht hierhin wahrscheinlich. Das Rohr geht hierhin. Ich habe hier ran geklopft und die ist von hier nach hier gegangen. Hä? Okay. Wir klopfen hier ran. Ah, okay. Jetzt hat die Ratte den Schlüssel um den Hals. Und die Ratte kommt zu uns, wenn wir Blaubeerpudding bestellen. Dafür muss sie aber wieder in die Küche gehen. So, jetzt steht die Ratte neben diesem Rohr. Dieses Rohr ist dieses Rohr. Dann klopfen wir jetzt mal gegen dieses Rohr. Nee. Dann klopfen wir jetzt gegen dieses Rohr. Wie haust du denn jetzt wieder in die Küche ab? Jetzt. Gut, habe ich nicht ganz verstanden, warum gerade dieses Rohr das war, aber ist egal. Wir bestellen jetzt nochmal den Pudding. Hey,
Du, hör mal. Ich höre. Wir bestellen nochmal den Pudding, dann haben wir die Ratte bei uns und die Ratte noch etwas bestellen. Hat ja den Schlüssel um Hals. Dann haben wir den Schlüssel und können ihre Handschellen öffnen. Pudding. Ich nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Blaubeerpudding ist aus, aber wir haben Fleischsuppe. Na, dann eben ohne Dessert. Schmeckt eh alles nach Wolle. Nach Wolle. Einmal Fleischsuppe! Wollte schon sagen, wenn der jetzt gesagt hätte, nee, haben wir nicht, dann wäre ich aber böse. So, jetzt haben wir die Ratte in unserem Verlies, genau. So, die haut wieder ab. Wie geht's? Wie widerlich. Hervorragend. Sehr schön. Und jetzt müssten wir doch sie befreien können. Hey, der Schlüssel passt bei den Handschellen. Aber leider nicht bei den anderen Ketten. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Okay, mein Häschen. Dann bekommst du Papier. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. So, mir dann fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Ja, das war klar. Blau wolltest du haben? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch, so kann ich leider... Ja. Hier kriegst du Gelb. Die Farbe ist gut. Aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Kann ich vielleicht... Die gelbe Farbe... Die Suppe fasse ich nicht an. Die Tomatensuppe? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Okay. Wie? Mir fehlt aber noch was. So. Jetzt müssen wir irgendwie das Currypulver flüssig kriegen. Aber wie denn? Es gibt nichts, was das genießbar machen könnte. Die Suppe fasse ich nicht an. Das Kissen ist nass. Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Auch nicht. Kann ich das Currypulver da reinwerfen? Jawohl. Okay, jetzt ist es Currypulver nass. Jetzt musst du das doch nehmen können, oder? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Sehr gut. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. Wie, was denn? So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Wie, was ist denn jetzt los? Was fehlt denn? Ach so, die Stricknadel. Oh, sorry. Sorry. Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Jetzt geht's los. Die andere darfst du behalten. Sehr nett von Danke. Dir. Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Und los. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Was denn jetzt? Woher soll ich denn wissen, wie der Kaktus aussieht? Keine Ahnung? Zackig. Zackig. Und er hat genau... Eine Blüte, zwei Blüten, drei Blüten, vier Blüten. Was weiß ich? Zwei Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... Du willst mich jetzt hier auf den Arm nehmen. Weiß ich doch nicht, wie der aussieht. Rundlich. Rundlich. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat... Ist nicht dein Ernst. 3, 6, 9, 12. Keine Ahnung, 12. 12 Stacheln. Und wie soll er heißen? Ich bin verwirrt. Erwin, Erich, Robert, Maurice. Erwin. Erwin. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Ich bin total verwirrt gerade. Habe ich jetzt das Bild? Ja. Kaktusbild. Der Kaktus, den Libretta gemalt hat. Für mich sind alle Kakteen gleich. Grün und stachelig. So wie ich. Okay. Gut, dann geben wir ihm mal das Bild. Hier. Was soll das sein?
Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Ah, Maurice. Maurice hieß der Kaktus, okay. Okay, wir haben einen Kaktus gemalt, aber irgendwie scheint das vorn und hinten nicht zu funktionieren. Hey, du, hör mal. Ich höre. Kaktensam, blauer Maurice. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass er uns, uns damit Tipps gibt. Mit dem, er sieht aus wie der Willy Wonka und nicht wie der Hannes Lores, keine Ahnung. Kaktus Poster. Ja, toll. Wahrscheinlich soll der Kaktus hier hin. Hier kommt der blaue Maurice hin. Ah! Hier sind die Namen von den Kakteen. Der schmale Eumel, Doink, Peaks, Blihabla, kleiner Johannes, Willy Wonka und die grüne Libelle. Okay. Gut, die grüne Libelle hat so eine Form und der schmale Eumel hat so eine Form. Der kleine Johannes hat diese Form. Der Doinkpeaks hat auch diese Form. Und der Blihabla hat dieses Y. Ja. Okay, da muss man wahrscheinlich das hier irgendwie so kombinieren, was er da genau gesagt hat. Ja, ich würde sagen, da hören wir nochmal rein in der nächsten Folge. Und probieren dann irgendwie... ja, einen neuen Kaktus zu erschaffen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das gehen wir in der nächsten Folge an, weil das wird, glaube ich, ein heftiges Rätsel. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall bedanke ich mich für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.